Moin, moin. Da mich viele auf diese Lackfreilegung immer mal angesprochen haben, zeige ich euch einfach mal, wie ich das meistens mache. Hier ist ein schöner Avo-Tank, blau überlackiert und hier trage ich meinen Dichtstoffentferner einfach auf. Jeder Lack ist unterschiedlich. Der hier reagiert sehr gut, für einen Vorführeffekt sozusagen. Kurze Zeit warten und dann kann man hier eigentlich schon drüber wischen. Andere Farben oder andere Lacke muss man bis zu 5 bis 10 Minuten wirken lassen und muss dann rangehen, zur Not irgendwas zum Schaben nehmen. Aber bei denen hier soll das mit einfachem Wischen getan sein. Man sieht schon, wie schön der Lack Blasen wirft, also der Dichtstoffentferner reagiert. Zack. Einwandfrei. So, jetzt gibt es noch das fertige Ergebnis. Naja, hätte besser sein können. Schon nicht schlecht, der Originallack ist noch relativ gut erhalten, aber der Vorbesitzer hat den Tank leider angeschliffen. Ich meine, hier sitzen sowieso die Embleme und die Kniepolster, aber die Linierung hat halt beim Einsatz vom Dichtstoffentferner ziemlich gelitten. Und naja, besser wie blau, sage ich mal, aber hätte auch schöner sein können. Aber ich will nicht meckern. Richtig poliert, hat er schon eine geile Patina dann. Moin, moin, Leute. Hier noch ein kurzes Video zu meinem Avo-Tank. Diesen habe ich vor ein, zwei Wochen bekommen und er war blau überlackiert. Und da ich freiweg oder sehr viele Anfragen zu diesem Thema immer bekomme, wie man Originallack am besten wieder zum Vorschein bringt, wenn er überlackiert wurde, dachte ich mir, mache ich gleich mal ein kleines Video dazu. Ich sage immer, viele Wege führen hier nach Rom. Etliche schwören bei sowas auf Nitroverdünnung oder Aceton oder arbeiten mit Abbeizer. Ich nehme gerne Dichtstoffentferner. Das Zeug sprüht man einfach auf und lässt zwischen einer Minute und 10 Minuten einwirken, kommt immer auf den Lack drauf an und dann wischt man das Ganze einfach nur mit einem alten T-Shirt oder alten Lappen wieder runter. In dem Fall hier hatte ich echt Glück, der Lack ließ sich ziemlich gut entfernen, aber der Vorbesitzer hat den Tank leider angeschliffen, was man hier erkennen kann. Ich denke mal, mit der Poliermaschine kriegt man die Kratzer vielleicht noch ein bisschen besser weg, aber hier unten ist halt auch eine blanke Stelle. Hier oben war der Tank etwas gespachtelt, die Spachtelmasse konnte ich entfernen. Ja, ansonsten hat er keine größeren Dellen und ist eigentlich in einem wirklich guten Zustand. Schade, dass halt die Linierung ziemlich gelitten hat. Die hat der Vorbesitzer auch mit angeschliffen und dadurch konnte die Chemie oder der Dichtstoffentferner natürlich auch angreifen und hat die Linierung natürlich auch etwas mit runtergeholt. Das bleibt nicht aus. Ja, gucken wir uns den Tank nochmal von der anderen Seite an. Hier ist er sogar noch etwas besser erhalten, was den Lack angeht. Aber auch hier wurde er angeschliffen. Und die Linierung hat leider auch ziemlich gelitten. Aber dennoch für ein Patina-Fahrzeug oder eine Patina-Restauration ideal geeignet. Benzinhahn gewinnt er auch noch. Top in Schuss. Und von innen rostfrei. Tja, kann man nicht meckern.